Servus, willkommen zu neuen Replay. Wir schauen uns heute mal die Booster an. Wir hatten ja vor ein paar Wochen das Replay mit der Jacksonville, der T11 Booster. Und Fishbet hat mir ein paar Tage später, glaube ich, war das, hier ein Replay mit der Booster zugeschickt. Das soll wohl ziemlich spannend werden. Ich weiß, wie es ausgeht. Ich habe das Match aber selbst nicht gesehen. Und keine Angst, ich werde euch da nicht spoilern. Wir lassen uns überraschen. Mal schauen, ob wir da hier in den Gefecht auch gleich eine Tendenz erkennen können, wohin diese Runde gehen wird. Ja, wir sind ja auch in Divi und wir sehen schon auf der Karte eine Tirpitz und so weiter. Das heißt, wir haben hier ein Tier 8 bis Tier 10 Match. Wir sind Top-Tier. Und ja, wir sind hier auf der rechten Seite gespawnt, auf der 9er 10er Flanke. Gäre die Karte Hotspot oder Gefahrenherd im Deutschen. Gehört tatsächlich zu den Karten, die ich sehr gerne spiele. Ich mag nicht so gerne diese Wettrüstengefechte. Ah, das ist immer ein bisschen seltsam. Verstehe nicht, warum dieser Modus so im Spiel kommen musste. Es hat dieser alte Modus, wie hieß der denn nochmal, mit diesen Ringen? Epizentrum? Hieß der Epizentrum? Ich glaube ja. Der Herdplattenmodus, der war meiner Meinung nach besser als Wettrüsten. Also Wettrüsten, keine Ahnung. War auch ein anderes Thema. Ja, wir haben jetzt hier die Kanone gespottet, beziehungsweise die Masorti gespottet. Und wir können jetzt mal schauen, dass wir da relativ viel Schaden drauf machen. Der tritt nämlich da gerade raus. Hat auch den ersten Brand gelöscht. Aber wir wechseln jetzt hier auf den Zerstörer. Gerade hier auf der 9er 10er Linie ist diese Insel hier, diese, wie nennt man das? Landzunge. Die ist sehr gut für Kreuzer. Da könnt ihr eigentlich immer sehr gut drüber farmen, ohne aufzugehen. Man hat hier auch ein ganz gutes Beispiel dafür, warum Flankenpositionen zum Beispiel so wichtig sind. Wir werden jetzt hier da durch den CV aufgemacht. Sehr unglücklich. Wenn nämlich hier auf der 10er Linie, ich zeige euch das hier auf der Karte, auf E10, wenn da nämlich ein Zerstörer steht ungefähr, dann ist diese Position nicht mehr so sicher, weil ihr dann gespottet seid und auch der Zerstörer kann dann da die Torpedos reinschmeißen. Deswegen wollt ihr als, jetzt hier in dem Fall als rotes Team, eigentlich die 10er-Linie kontrollieren bis zur E-Linie. Und auf der anderen Seite will ich das grüne Team verhindern, dass diese Position bespielt werden kann. Aber hier der T8-Zerstörer von den Franzosen ist weggedrückt worden. Auch die Kanone ist weggefahren. Das ist eigentlich ganz gut. Das war ein ganz guter Trade. 24.000 Schaden gemacht. Generell, die Booster hat eine sehr hohe DPM. Ich glaube, die 5 höchste. Die 5 höchste DPM auf Tier 10. Colbert hat mehr DPM, Smolensk hat mehr DPM und Chinan dürfte mehr DPM haben. Das heißt, die 4. höchste DPM. Oder habe ich jetzt irgendeinen Kreuzer vergessen auf Tier 10? Auf jeden Fall in den Dreh rum, die 4. oder die 5. höchste DPM. Nachteil ist ein bisschen, dass wir nur 30 mm Pen haben, aber das hatte ich ja alles schon in den Replay mit der Jacksonville gesagt. Ich glaube nicht, dass er so mit IFAE spielt, oder? Ne, spielt es nicht mit IFAE. Nur 30 mm Pen. Also ich spiele tatsächlich mit IFAE. Einfach um ein bisschen mehr Pen-Schaden zu machen. Aber man halbiert halt leider die Brandwahrscheinlichkeit. Ich denke, man kann beides spielen. Booster ist eine Gimmick-Plattform. Auch das Legendary-Modul ist ziemlich gut. Das gibt euch eine Aufladung, ich meine, von allen Verbrauchsmaterialien mehr. Und dadurch habt ihr dann beim Kapitän theoretisch nochmal 3 Punkte, die ihr irgendwo anders hinskillen könntet. Ja, wir können jetzt hier sehr gut die Schiffe farmen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Diese Insel ist hier sehr angenehm dafür. Und wenn jetzt hier der CV uns halt nicht immer spotten würde, würden wir da auch eigentlich keinen Schaden bekommen. Ja, wir haben jetzt hier einen Brand auf die Ohio bekommen. Das ist ein Permabrand, glaube ich. Ja. Ah, ich bin mir gerade, ich habe nicht aufgepasst. Auf jeden Fall lässt dann ticken. Wir könnten die theoretisch auch auf HP laden, solange er brennt. Aber ja, bin natürlich auch mit HE zu scheißen. HE funktioniert so gut wie immer. Aber vielleicht könnte man da ein bisschen mehr mit der AP machen. Ja, wir sind jetzt hier leider wieder gespottet. Ich, ja, kann drüber schießen. Aber es geht alles vorne in die Nase rein. Das sind dann Overpens. Ja, jetzt hier auf der 910-Linie drücken jetzt auch unsere Schiffe durch. Und man sieht hier tatsächlich auch wieder sehr schön, dass das nicht so wirklich gut ist von der Positionierung. Also es stehen 3 Schlachtschiffe
jetzt nicht im einen Quadranten. Es stehen nur zwei in einem Quadranten, aber sie stehen halt auf einer Linie und haben halt auch kein Kreuzfeuer. Und auch hier in der Mitte, die Montana möchte sich da gerade umbringen. Ja, weiß ich nicht, also schwierig. Wir sehen jetzt hier auf jeden Fall schon eine Tendenz, wohin das Ganze gehen wird. Die 1-2-Linie wird jetzt vom Gegner hier komplett durchgepusht. Die werden da auch nicht, also ich glaube nicht, dass sie da irgendwie aufgehalten werden können. Da ist nur ein T8-Kreuzer und die Split. Die haben nicht so eine große Stoppwirkung. Montana, sie lebt noch, aber ich glaube nicht mehr lange. Und unsere Schiffe, unsere Schlachtschiffe sind auf der 9er-Linie und sind ja relativ nutzlos. Wir haben auch vom Gegner, ihr seht das hier auf der rechten Hälfte, so eine Linie. Also die Ohio und die Kano haben theoretisch Kreuzfeuer. Theoretisch müsste noch ein Schiff hier auf der 910er-Linie vom Gegner stehen. Und dann hätten hier die Schiffe von uns auf der Flanke ein kleines Problem. Ja, Montana hat nur noch 5000 HP, 2000 HP. Der wird jetzt sehr schnell rausgehen. Gera, ihr seht es auch hier von der Schiffverteilung. Wir haben jetzt 4 Schiffe verloren. Der Gegner hat noch nicht ein einziges Schiff verloren. Und auch die Split ist jetzt da gespottet durch die Shimakaze und wird da jetzt wahrscheinlich auch rausgehen. Damit verlieren wir dann das fünfte Schiff. Ja, das ist... Boah, sieht wirklich nicht gut aus. Das sieht aus wie eine Abschlachtrunde. Aber vielleicht kommt hier noch ein Comeback. Vielleicht kommen sie ja noch irgendwie zurück. Passiert manchmal, aber ist jetzt hier im Zustand, würde ich sagen, es ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube auch, dass die ganzen Schiffe auf der linken Seite noch relativ viel AP haben. Weil da ist ja alles sehr schnell gestorben. Ja, auch auf der 910er-Linie, wir haben da ja die Yamato, wir haben da die Friedrich der Große und eine Tirpitz, übrigens auch eine Feld-DV, die B-DV, 9er und ein 10er generell, 2 Schlachtschiffe in der DV, ist wieso, ja, nicht unbedingt die beste Idee. Das Problem, oder worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, die lassen halt die Tirpitz hier vorne schön tanken. Klar, es ist Blödsinn, dass die Tirpitz da so aggressiv reinfährt, aber Hauptsache, man als Top-Tier-Schlachtschiff steht nicht vor dem Low-Tier-Schlachtschiff. Weil man könnte ja aus Versehen irgendwie Schaden bekommen. Ja, wir sind jetzt hier leider in einer sehr ungünstigen Position. Wir haben jetzt hier die Ohio hinter uns, die uns auch overmatchen kann. Hier kommt die Tirpitz durchgefahren und unten kommt die Schlieffen mit der Georgia. Das heißt, wir können hier uns auch gleich nicht mehr winkeln. Also nicht, dass es irgendwie Sinn macht, sich vor einer Ohio oder Georgia zu winkeln. Die overmatchen uns eh. Und auch die Moskva. Ist nicht wirklich angenehm. Das Gute ist, das war jetzt hier AP. Aber mit HE kann er uns gerade auf die Reichweite dieser uns da auch überlegen. Und ja, es ist halt in der Mitte auch der Scap erschienen. Das heißt, der Gegner wird das jetzt bekommen. Irgendwie sehe ich jetzt nicht die Möglichkeit, dort das Scap zu blockieren. Wir haben nur noch die Massot als Zerstörer. Und auch die 3 Schlachtschiffe sind halt immer noch AFK auf der Flanke. Ja, was müssen wir machen? Also hier habe ich tatsächlich auch keine Ideen mehr. Wir könnten jetzt hier gleich auf die Shimakaze schießen, die durch den Träger aufgegangen ist. Die 3 Schiffe auf der Flanke haben es jetzt aber geschafft, ein Schiff rauszunehmen. Das ist wirklich, wirklich großartig, das nach 10 Minuten knapp zu schaffen. Das hat sich wirklich gelohnt, mit 3 Schiffen da zu stehen. Ja, das Einzige, was wir jetzt machen können, wir können jetzt versuchen, mit unserer DPM hier so schnell wie möglich die Schiffe nachher rauszunehmen. Aber gerade eine Ohio, ja, schwierig. Der hat Brandschutz geskillt, der hat eine Heilung, die relativ schnell kommt. Das wird nicht so einfach, den rauszufackeln. Die Kano ist theoretisch ein Schiff, was rausgehen könnte. Und wir müssten uns halt wirklich um die Shimakaze kümmern. Ja, okay, die Kano ist jetzt draußen. Aber ihr seht, wie hier die Schiffe in uns jetzt reindrücken. Die überrennen uns halt einfach. Und das ist das, was ich sehr oft auch schon in den Replays gesagt habe. Es bringt euch nichts, wenn ihr irgendwie Caps erobert und kriegt die Schiffe dafür nicht raus, weil irgendwann fährt der Gegner einfach mit einer Übermacht in die Caps rein und schiebt euch raus.
ohne dass wir groß was dagegen machen können. Ja, Ohio ist jetzt auch hinter der Insel, das heißt, wir können den nicht runterfarmen und eine Wooster Open Water kriegt so viel Schaden. Das ist ein Schiff, was eigentlich immer Inseln haben möchte, wo sie dran stehen kann. Ja. Die Shima könnte gleich wieder aufgehen durch den CV. Und ihr seht hier unten auf der Karte, dass der Krater mit seinen Bombern rumfliegt. Ja, Schliefen ist Full AP. Tippets ist quasi auch Full AP. Keine Chance, da die Schiffe rauszukriegen. Und wir haben nur noch eine Heilung. Das Gute ist, wir haben hier noch eine Doppelheilung durch die Buffs. Aber so viel ist das auch nicht. Ja, Fishbird versucht hier definitiv die Ohio zu fokussen. Ah, ich würde wahrscheinlich auf die Shima schießen. Einfach, weil wir, wenn die Shima hier weg ist, haben wir die Möglichkeit, hier wieder zuzugehen, wenn wir wollen. Oh, wir machen auch den, wir aktivieren den Kapitän. Dadurch ist unsere Ladezeit jetzt nochmal runtergegangen. Wir haben jetzt eine Ladefahrt von 2 Sekunden. Das ist natürlich hier einmal die 2 Buffs. Das ist der Artillerienrausch wahrscheinlich. Und halt jetzt der die Kapitänsfähigkeit. Ah, die Bomben gehen leider daneben. Sehr unglücklich. Und er geht jetzt wieder zu. Also es wäre halt sehr wichtig, dass die Shima da rausgeht, dass wir hier zugehen können. Ja, geht raus. Sehr schön. Fast 200k Schaden. Und ja, unsere HP ist jetzt bei, ja, bei 1000. Wir heilen wieder so ein bisschen hoch. Ah, scheiße, wir überleben das sogar noch. Jetzt haben wir noch 600 HP und können langsam wieder hochheilen. Aber wir haben eigentlich nicht die Zeit, jetzt hier zu warten, dass wir wieder 5000, 6000 HP haben. Ich sehe generell nicht so, dass das Match noch gewonnen werden kann. Klar, es sind ein paar Schiffe, die rausgehen können. Aber auch die Yamato geht jetzt raus. Und das ist halt der Punkt, der mich dann so stört oder so ein bisschen ratlos dastehen lässt. Die Schiffe sind komplett passiv. Sie gehen nicht in eine Position, wo sie tanken können oder wo sie, ja doch, tanken können, ist schon richtig. Und was jetzt passiert, die fahren jetzt in eine Überzahl an Schiffen rein und gehen in kürzester Zeit raus. Und das ist halt nicht tanken. Tanken bedeutet nicht, dass ihr irgendwo reinjallert und nach einer Heilung rausgefokust werdet, sondern dass ihr über die Zeit Schaden aufnimmt, euch wieder hochhaltet, wieder Schaden bekommt und so weiter. Und das hier ist, ja, das ist einfach schlechtes Positioning. Und die Leute denken, weil sie halt noch relativ lange im Gefecht sind, weil andere vor ihnen gestorben sind, dass sie irgendwas richtig gemacht haben. Aber wenn ihr in ein Schlachtschiff innerhalb von wenigen Minuten rausgeht, dann habt ihr was falsch gemacht. Und das liegt dann nicht unbedingt am Team. Und das muss man eigentlich so klar sagen. Oder sollte man auch gerade auf den, der Tierstufe, also jetzt hier gerade im Haitier, sollte man das eigentlich verstanden haben. Und ja, wir haben jetzt hier noch 3 Schiffe, Träger, Zerstörer und einen leichten Kreuzer, die nichts mehr machen können, weil alle Schlachtschiffe ohne Impact gestorben sind. Und da ist natürlich auch immer ein bisschen Pech dabei, dass man, wenn man als Schlachtschiff irgendwo Torpedos nimmt, aber wenn euch das regelmäßig passiert und gerade wenn man schon eine Schlachtschiff, die wie fährt und hat dann keinen Einfluss im Push, weil das, was die gemacht haben, war AFK auf der Flanke stehen. Ja, das funktioniert halt nicht. Und klar, Flanken sind wichtig zu bespielen, aber ich habe auch gerade in den Video über die Positionierung auch gesagt, dass auch die Mitte zu bespielen ist, dass auch die Mitte wichtig ist. Ja, wir gehen jetzt hier raus, aber das war von allen Seiten beschossen worden. Und das hat man hier gerade in den Replay sehr gut gesehen. Es stand kein Schlachtschiff in der Mitte. Also ihr müsst ja nicht komplett in der Mitte der Map stehen, sondern ihr könnt ja auf der 7er Linie stehen oder gespiegelt hier auf der 4er 3er Linie stehen. Aber wenn ihr mit 3 Schlachtschiffen auf einer Linie oder in einem Quadranten, was auch immer steht, dann ist das nicht richtig. Dann muss mindestens einer auf die Idee kommen, sich dort wegzubewegen und eine andere Position einzunehmen. Und gerade in dem Hinblick, die Division wird das nicht machen. Weil wenn man schon eine Fail-Divi baut und baut dann auch 2 Schlachtschiffe nimmt, ist immer, zeigt immer, dass da die Erfahrung einfach noch fehlt. Ja, damit ist es jetzt eine Niederlage.
Und wir gehen jetzt hier gleich mal auf die Endauswertung drauf ein. So, die Endauswertung einmal natürlich eine relativ hohe Schadenssumme, 262.000. Bei 3 zerstört, können wir uns gleich auch mal angucken, wie viele die Zweier, die wir hier von Fishbird rausgenommen hat. Ich glaube, das waren nämlich 6 Leute, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Gehen wir hier kurz aufs Scoreboard und haben hier 1900 BaseXP in der Niederlage. Das wären ungefähr 2500 BaseXP im Sieg gewesen. Auch hier sein Divi-Kollege in der Masso auch 1600. Okay, sie haben nur 5 zusammen rausgenommen und einen hat der Friedrich Große rausgenommen. Aber die haben halt einen Großteil des gegnerischen Teams rausgenommen. Wir sehen aber auch hier vom Gegnern auch relativ viele Leute, die eine hohe Base-XP haben. Also hier zweimal 2000, dann hier auch 1700, 1600. Das ist schon nicht schlecht. Den ausführlichen Bericht, wir können mal kurz drauf gucken. Die Ohio hat jetzt durch Brände 42.000 Schaden bekommen und 60.000 Schaden ungefähr durch die HE direkt. Stiefen auch nochmal 29.000. Ja, genau, das ist halt der Grund, warum es auch teilweise Sinn macht, kein IFAE zu skillen. Weil mit IFAE wäre das mit Sicherheit weniger gewesen. Und da muss man dann halt immer drauf setzen, dass man dann mehr Schaden direkt macht. Interessant, das habe ich jetzt im Gefecht nicht angesprochen, sind hier auch 4 Millionen potenziellen Schaden als Booster in diesem Gefecht. Das ist schon nicht ohne. Gerade weil der Kreuzer relativ leicht platzt. Gut, auf jeden Fall danke für das Replay. Und wir sehen uns oder hören uns eher gesagt beim nächsten Mal. Mal schauen, was wir uns dann angucken. Bis denn. Ciao.